Vielleicht ist der Grund für die Affinität zur Schweiz auch ein anderer. Oder Frau Weidel, zahlen Sie zwischenzeitlich Steuern in unserem Land? Und wenn nein, wissen das Ihre Wählerinnen und Wähler? Ich habe Sie gefragt, Sie können das öffentlich mal bekunden. Direkte Demokratie. Jetzt regen Sie sich mal ab. Sie teilen ja sonst aus, dann können Sie das jetzt auch mal ertragen, dass Sie mal etwas härter angefasst werden. Bleiben Sie gelassen und hören Sie einfach zu. Im Ausschuss wird von der AfD konsequent auf Verzögerungstaktik gesetzt und die Anwesenheit im Plenum nutzen Sie, um populistische Parolen zu verbreiten. Je deftiger und bierzelttauglicher, umso besser. Sachliche Auseinandersetzung mit den hier zu beratenden Themen sieht aber anders aus. Bisher habe ich Ihnen Taktik unterstellt, aber vielleicht können Sie es auch nicht besser. Was? Man hat bei Ihnen oft den Eindruck, dass zielführende Diskussionen gar nicht gewünscht sind, weil Sie dann sachlich fundierte Entscheidungen treffen müssten, die sich eben auf Pegida-Versammlungen nicht so einfach vermarkten lassen. Dieser Antrag zeigt mal wieder, die AfD hat tiefgreifende Probleme, unsere rechtsstaatliche Ordnung zu verstehen. Wenn man sich aber die Häufung von Straftaten bei ihren Funktionären und Anhängern so anschaut, erlaube ich mir abschließend die Bemerkung, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Sie geben sich als Biedermänner, sind aber Brandstifter. Das ist gefährlich, weil gerade viele von Ihnen aus der Justiz kommen und dort eher durch vollkommene Unfähigkeit zur politischen Mäßigung aufgefallen sind. Sie wollen ein autoritäres von oben herab regieren, statt Diskussion und Interessenausgleich. Sie stellen hier mal wieder einen Antrag, der nichts besser machen würde, und das soll er ja auch gar nicht. Sie werfen einfach wie jede Woche Dreck auf das Parlament in der Hoffnung, dass irgendwas kleben bleibt. Aber wir müssen uns in dieser Angelegenheit als Demokratinnen und Demokraten doch gerade machen und dürfen uns keinen Illusionen hingeben, wo diese Dinge herkommen, die die Diskussionskultur vergiften. Sie kommen von rechts außen und haben ihre Repräsentanten in dieser Truppe gefunden. Ihnen wird Tag ein Tag aus der Raum gegeben, mit ihrem Geschrei und wüstem Gepöbel unsere Debatten hier im Haus zu prägen.